Hallo zu Glare mit mir, dem Maru, einem kleinen Indie-Plattformer-Spiel. Das, ja, gucken wir uns direkt mal an, würde ich sagen. Vor Äonen war die Galaxie im Frieden. Unendliche Sonnen scheinten ruhig auf die unendlichen Planeten, bis nun die Dunkelheit sich verbreitet von außen liegenden Sternsystemen. Die Ramora hat begonnen. Ein Wächter wurde beschworen, der Shiner. Geboren von den Sternen, beschütze das Licht, der Shiner muss die Ramora-Korruption aufhalten, bevor sie das ganze Licht in der Galaxie verschlingt. So, also man soll mit jedem neuen Gebiet bessere Waffen bekommen und alles. So. Die Grafik gefällt mir schon mal super. Ein bisschen als Swapper. Glare. A und D zum Laufen. Yep. Etwas zum Springen, klar. Kein Double Jump bisher. Hüpf. Ah, Holz. Das ist doch 1 zu 1. Der Links da. Achso. Ah. Hier oben ist aber nichts. Okay, gut. Ah, wir können mit Lichtspielchen hier Sachen wachsen lassen. Und das ist ein Speicherpunkt, Checkpoint. Und ich hab's auch geschafft, direkt zu sterben. Ich bin brillant. Brillanter Mann, wir müssen natürlich Leertaste gedrückt halten. Für höhere Sprünge. You can slide downwards. Gut. Höherer Sprung. Da oben wohnt einer. Oh, hier wäre ich fast gestorben am. Ah, au. Oh. Darf nicht drücken. Ich muss nur ganz kurz pressen und dann. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Rutsch, 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 rutsch. So. Klären wir die Dunkelheit away. Maus zum Aim. Gut. Na. Ah! Oh Gott, jetzt stelle ich mich hier so dumm an. Ah! Gibt's doch nicht. So, Checkpoint. Glare. Und rüber. Oh, diese wunderschöne Hintergrundgrafik da. Blut oder sowas. Ah! Gut, gut, gut. Hüpf. Okay, Glare ist ja mächtig. Bitte Shiner. Das ist ja klasse, Shiner ist ein Swapper. Okay. Mhm. Ich muss auch solche fiesen Rätsel gibt wie bei The Swapper. Das wäre natürlich cool. Ich habe es vorher nämlich verpasst, als es innen war. Was ist da unten? Ganz viel von dem Kram. Und damit fließt jetzt wieder normales Blut durch die Venen der Erde, oder wo es immer hier so sind. Und hüpf. 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 Checkpoint. Schnell weiter. Okay. Okay, show the way. Gut, wir haben ihn da mal angeleuchtet. Au. Oh, achso, die tötet uns nicht direkt. Verschwinde. Ist ein Stein. Ich hätte ihn töten müssen.
Waffen aktiviert. Ah, das ist die Änderung zum Swapper. Wir haben ein bisschen mehr Waffen. Wir können jetzt wahrscheinlich diese komischen Steinblöcke zerschießen. Gut, gut, gut. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung mit diesem nur andrücken. Ich bin halt gerne einer, der gedrückt hält bei sowas. Ah. Wunderbar. Und eine ganz große. Geht's über diese fiese Wurzel. So ein 1A Swapper Nachfolger. Ich weiß nicht mal, ob es von selben Macher ist, hätte ich gar nicht nachgeschaut. Hätte ich mal machen müssen. Tut mir leid, ich werde euch natürlich nachtragen zur nächsten Folge. Oh Gott. Und bumm. So. Au. Was ist das denn? Ah, Heilung. Licht, klar. Gut, müssen wir aufpassen, hier ist gefährlich. Ah, krieg mal angelernt zum Einsammeln. Oh Gott. Au. Okay, ich darf nicht abspringen, würde ich sagen. Nee, muss ich auch. Das ist ein Steuerungsspiel. Okay, ich muss tiefer abspringen. Das ist okay von den Ladezeiten her zwischen den Toten. Nicht so lästig. Ist zwar immer noch 3 Sekunden, aber das ist immer am Leben. Man muss ja wirklich vorsichtig sein, okay. Artefakt. Feuer weg. Hüpf. Hüpf. Und Checkpoint. Ja, Wurzel hält uns natürlich der Wald, weil wir ihn retten wollen. Oh. Ah. Okay. Au. Oh. Okay, HP eingesammelt. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja. Oh, da unten können wir weiter runterrutschen. Hüpf. Jetzt gehen wir nochmal runter. Oh Mann, wenn das dieses Wuppers werde ich noch Probleme kriegen. Okay, wieder feuern. Oh Gott. Heilung. Oh Gott. Da wären wir fast korrumpiert worden. Okay, jetzt ist wieder doof. Jetzt kann man wieder heilen. Die nächsten Pool geheilt. Ich hoffe zumindest, dass das Adern sind und kein Monster. Dann müssen wir nämlich ein Monster besiegen. Okay. Ob das ein vollwertiges Projekt wird oder ihn nur mal so reingestuppt, kann ich nicht sagen. Bisher macht mir nur Spaß, wenn man das weiterspielen kann. Müsst ihr natürlich dann sagen, ob ihr das weiter sehen wollt. Oder würde ich empfehlen, es selber weiter zu spielen. Okay, kommen wir nicht weiter. Aber wir liefern jetzt hier Energie. Und können hier runter. Und die Tür geht auf.
Und fliegen jetzt durch die dritte Dimension. Die Musik wird doch ganz unterdrückt. Ah. Grafisch ist das wunderschön, das Spiel. Schon mal. Mach sie auch weg mit dem Mist. Ah. Machen wir es nicht mit alle? Wir können durchlaufen. Erstmal anleuchten. Das ist, glaube ich, im Spiel der Haupt. Aber bisher ist nur Geschicklichkeit. So, mal anleuchten. Oh, einfach runterspucken. Gut. Und rüber. Den Spucker. So, er schießt. So. Mal zu. Ja. So. Wunderbar. Kurz auslaufen lassen und zack, zack. Oh Gott, wenn man sterben kann durch Fallschaden. Gut, da geht's weiter, das heißt, wir gehen hier lang. Macht man das schließlich? Okay, wir brauchen Energie erstmal. Oh, mein Glück, fangen die einen auf. Würde ich wieder alle machen. Zunge rein. Alle machen. Alle machen Licht. Gut. So, alle anfeuern. Blub, blub, so, haben wir den Schalter für die Energie. Jetzt zurück mit unserem Shiner. Wahrscheinlich dann doch mehr Kampfgeschicklichkeit diesmal als Rette. Gut. Komm, ja. So, durch geht's. Kann die einfach in die Sonne. Ein Sonnentempel. Rutschen wir nach unten. Dieser Tage muss doch noch ein Bosskampf werden, oder nicht? Okay. Da können wir die Teleporter. Sie lugt durch die Gegend. Weh, oh, ist mit einer Schwerelosigkeit. Man kämpft gegen den Boss. Ich wusste es doch. Oh, oh, ah, müssen anleuchten. Durchkämpfen hier. Ah. Feuer, 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 Feuer. Okay. Final Fight. Wir müssen mal was machen können, dass sie uns nicht angreifen können. Ach, anschleichend hier. Blöde Piranhas.
immer noch. Oh. Okay. So. Oh, der war schneller. Der auch. Unten sind schon gut in der Ecke. So, anleuchten. So, wieder voll rein da. Hätten wir die Piranhas. Ah. Ich glaube, das ist nämlich jetzt. Ah, geschafft. Das Herz des Planeten gereinigt. Okay, das war dann die erste Folge vom Swapper. Fliegen wir noch kurz in die nächste Welt, um sie anzuschauen, natürlich. So, dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann mit dem durchdrehenden Shiner in Glare. Bye, bye.